Schaut euch dieses Video bitte nur an, wenn ihr euch psychisch stabil fühlt. Falls es euch gerade nicht gut geht, findet ihr unter diesem Video Links und Telefonnummern, die euch weiterhelfen. Denn heute geht es um Depression und Sterbehilfe. Es ist so ein bisschen wie so eine schwere Bleidecke, die über einem rüberhängt, so metaphorisch gesprochen. Und man hat irgendwie immer wie so eine Wolke im Kopf, also dass man Sachen nicht so richtig greifen kann, nicht so richtig klar denken kann. Ja, und das ist einfach wahnsinnig unangenehm. Wer in Deutschland wirklich sterben will, dem darf eine Ärztin oder ein Arzt ein tödliches Medikament besorgen. Die Mehrheit der Deutschen findet das richtig so. Also ich verstehe schon, dass auch psychische Erkrankungen so schlimm werden können, dass man eben nicht mehr am Leben sein möchte. Muss der Staat also auch Depressiven und anderen psychisch Erkrankten Sterbehilfe erlauben? Im Moment machen sich die Abgeordneten des Bundestags Gedanken über ein neues Gesetz zur Sterbehilfe. Worum es dabei geht, erfahrt ihr später. Victoria van Violence ist Moderatorin, Bloggerin und Buchautorin. Sie spricht mit uns offen über ihre Depression. Wir treffen die 32-Jährige bei ihr zu Hause in Berlin-Friedrichshain. Als die Diagnose das erste Mal im Raum stand und meine Hausärztin zu mir sagte, dass sie eine Depression haben könnte, war ich so, nee, hab ich nicht. Warum sollte ich eine Depression haben? Das ist völliger Quatsch, ich habe Bauchschmerzen. Viel im Bett liegen, viel schlafen, viel nichts machen. Dann hat irgendwann der Magen geknurrt, dann hat man gemerkt, dass man nicht einkaufen war. Dann bin ich voll oft einfach nur zum Späti gegangen, weil das das Schnellste war oder habe mir irgendwas zu essen bestellt. Und man versorgt sich nicht mehr richtig und irgendwie, also es ist ja auch kein richtiges Leben eigentlich. Eigentlich wartet man nur, bis der Tag vorbei ist. Und es gibt Dinge in und nach einer so heftigen Depression, über die es sich öffentlich nicht oder nur sehr schwer sprechen lässt. Ich finde das immer so eine schwierige Frage mit den Suizidgedanken und auch öffentlich darüber zu sprechen. Aber ich würde mal behaupten, die meisten Leute, die an der Depression erkrankt sind oder erkranken, wie auch immer, haben das. Weil wir in diesem Video über Suizid und Sterbehilfe reden, wollen wir euch erklären, wie das voneinander unterschieden wird und wie die Gesetzeslage dazu in Deutschland ist. Aktive Sterbehilfe ist verboten. Das heißt, keine Ärztin oder Arzt darf einem Patienten, einer Patientin, egal wie sehr sie ihn darum anflehen, eine tödliche Giftspritze setzen. Sie also töten. Passive Sterbehilfe wiederum ist erlaubt. Wenn sich ein Patient oder eine Patientin wünscht, nicht künstlich ernährt oder beatmet zu werden, darf die Ärztin, der Arzt, die Maschinen abstellen. Auch erlaubt ist es, wenn ein Arzt, eine Ärztin Schmerzmittel verabreicht, die das Leiden lindern, aber das Leben des Patienten, der Patientin verkürzen könnten. Das nennt man indirekte Sterbehilfe. Die Diskussion wird aber meistens über Sterbehilfe in Form eines assistierten Suizid geführt. Dabei besorgt die Ärztin oder ein Sterbehelfer, eine Sterbehelferin, einer Patientin, einem Patienten das tödliche Medikament, das dieser oder diese dann aber selbst einnehmen muss. Man hilft also beim Suizid. Der assistierte Suizid war bis diesen Februar in Deutschland so gut wie verboten. Denn 2015 hatte der Bundestag den Paragraphen 217 beschlossen, der es Ärzten und Sterbebegleitern von Vereinen verbot, regelmäßig Sterbehilfe zu leisten. Die Debatte damals war ziemlich emotional. Der Staat soll sich da raushalten, wie ich gehe. Der Staat soll sich da raushalten. Das entscheide ich selber. Nicht durch die Hand eines anderen sollen die Menschen sterben, sondern an der Hand eines anderen. Das Besondere? Der Gesetzentwurf zum Paragraphen 217 bekam Ja- und Nein-Stimmen aus allen Fraktionen. Denn bei ethischen Themen, wie zum Beispiel Sterbehilfe, stimmen die Abgeordneten nach ihrem Gewissen ab. Es gibt also keine einheitliche Meinung einer Partei zu so einem Thema. Und wenn man sich ansieht, dass die sogenannten Sterbehilfevereine auch Menschen zu Tode bringen, die psychisch krank, lebensmüde oder depressiv sind, dass sie das besonders schnell tun, je mehr man zahlt, dann glaube ich, sind wir uns hier alle einig, dass wir das nicht wollen. Also eigentlich finde ich nicht, dass der Staat sich da einzumischen hat, ob ich jetzt leben oder nicht leben möchte, weil ich bin ja am Ende des Tages ja auch ein freier Mensch und kann das ja auch für mich selber entscheiden. Auf der anderen Seite hat der Staat ja auch irgendwie eine gewisse Verantwortung. Deshalb muss der Bundestag darüber reden und rausfinden, was passieren muss. Und reden ist manchmal gar nicht so leicht. Ich habe halt mit meinen Freunden, als es so akut war, nicht darüber gesprochen, weil mir das peinlich war. Und deswegen haben das nicht so viele Leute mitbekommen. Heute würde ich das auch anders machen. Bei meiner besten Freundin war mir das so peinlich, weil
Weil ich halt irgendwie gedacht habe, scheiße Mann, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe und so. Und erst durch meine eigene Erkrankung wurde mir bewusst, wie viele Leute auch in meinem Umfeld auch Probleme haben und auch nicht darüber reden. Victorias eigener Weg aus der Depression hat lange gedauert. Also mir hat damals geholfen, dass ich das anerkannt habe, dass ich das dann irgendwann akzeptiert habe, dass das so ist und dass ich dann den Schritt gegangen bin und mich selbst in die Klinik eingewiesen habe, weil das dann schon so schlimm war, dass ich hätte einfach nur mit einer normalen Therapie dem Ganzen beikommen können. Und eben dieser Schritt in die Klinik, 4 Wochen Klinikaufenthalt und danach noch viele Jahre Psychotherapie, ambulante. Andere haben sich anders entschieden. Sie wollten sterben. Deshalb war der Paragraph 217 von Anfang an umstritten. Schwerkranke Menschen, Ärzte, Ärztinnen und Sterbehilfevereine klagten auf das Recht eines selbstbestimmten Sterbens. Es ging bis vor das Bundesverfassungsgericht. Und Überraschung, das hielt das Gesetz für verfassungswidrig und kippte im Februar 2020 den Paragraphen 217. Im Urteil heißt es: Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf fremd definierte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt. Es besteht in jeder Phase menschlicher Existenz. Die Entscheidung des Einzelnen, dem eigenen Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, entzieht sich einer Bewertung anhand allgemeiner Wertvorstellungen, religiöser Gebote, gesellschaftlicher Leitbilder für den Umgang mit Leben und Tod oder Überlegungen objektiver Vernünftigkeit. Sie bedarf keiner weiteren Begründung oder Rechtfertigung. Übrigens, das Urteil und alle anderen Quellen findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Seit Februar 2020 ist der assistierte Suizid in Deutschland also wieder erlaubt. Doch das Bundesverfassungsgericht legte den Abgeordneten des Bundestags auch nahe, eine neue Regelung für die Sterbehilfe zu finden. Ich glaube, dass der Staat da wichtig ist, wo er sicherstellt, dass der Betroffene auch wirklich selbstbestimmt entscheidet. Dafür sollte er Sicherungsmaßnahmen ergreifen. Katrin Helling-Pla ist FDP-Bundestagsabgeordnete und setzt sich aktiv für ein liberales Gesetz ein. Ich habe kein Verständnis für Politiker, die Sterbehilfe verbieten wollen. Es ist einfach eine persönliche Entscheidung jedes Einzelnen, der über sein Leben selbst zu bestimmen hat. Und da sollten sich Politiker nicht einmischen. Wenn sie frei und selbstbestimmt entscheiden kann, dann darf selbstverständlich auch eine psychisch erkrankte Person Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Wenn sie das nicht kann, dann muss zunächst eine bestmögliche Behandlung der Erkrankung erfolgen. Man kann nicht per se sagen, dass jeder depressiv erkrankte Mensch keine Entscheidung treffen kann. Man kann aber auch nicht sagen, dass jetzt jeder depressiv erkrankte Mensch Zugang haben sollte. Also das ist eben so dieses Problem an der Sache. Auch im Urteil des Bundesverfassungsgerichts heißt es: Eine freie Suizidentscheidung setzt hiernach zunächst die Fähigkeit voraus, seinen Willen frei und unbeeinflusst von einer akuten psychischen Störung bilden und nach dieser Einsicht handeln zu können. Wir haben das System bereits im Bereich von Schwangerschaftskonfliktberatung etabliert. Wer eine Schwangerschaft abbrechen möchte, der muss in Deutschland bei einer staatlich anerkannten Stelle ein Beratungsgespräch absolvieren. Nur mit der Bestätigung, dass das stattgefunden hat, darf man abtreiben. Das heißt, wenn man ähnliche Beratungsstellen mit besonders fachkundigem Personal auch hat, an das sich Betroffene wenden können, wäre das eine Absicherung im Sinne eines Vier-Augen-Prinzips. Und in der Folge gäbe es dann die Möglichkeit, ein tödliches Medikament zu bekommen. Arzt und Beratungsstelle können so auch bei Sterbewilligen prüfen, ob die Entscheidung freiwillig und im Vollbesitz der geistigen Kräfte getroffen wird und einen Schein ausstellen. Für den CDU-Abgeordneten Patrick Sehnsburg, den wir im Bundestag treffen, undenkbar. Ich kann mir keinen liberalen Gesetzestext vorstellen, der deutlich macht, wir erlauben die Hilfe bei der Selbsttötung. Wir wollen Menschen einen liberalen Selbstmord erlauben, wenn man es mal wirklich so klar und deutlich ausdrückt. Er hat 2015 mit Kolleginnen und Kollegen einen Gesetzesentwurf vorgeschlagen, der den assistierten Suizid ganz verbieten sollte.
Eigentlich muss doch unser aller Aufgabe sein, jemand, der Selbstmord begehen will, daran zu hindern. Wenn Sie die Situation haben, dass Sie jemanden sehen, der von der Brücke springen will, dann fragen Sie doch nicht als erstes, wie kann ich dir helfen, dass du auch wirklich stirbst, sondern versuchen Sie, ihn vom Brückengeländer herunterzukriegen und davor zu retten, dass er Selbstmord begeht. Viele Leute können sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass es da gibt es noch mal, da gibt es noch mal Abstufungen. Also sich zu überlegen, oh, es wäre jetzt irgendwie gut, wenn man in ein Loch steigen könnte, was sich im Boden auftut, damit man diese ganze Scheiße nicht mehr hat, ist halt nochmal ein Unterschied zu einem extrem starken Leiden und zu sagen, ich möchte davon erlöst werden. Das macht man auch nicht einfach so. Die liberalsten Gesetze zur Sterbehilfe findet man in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Dort ist sogar die aktive Sterbehilfe erlaubt. Der assistierte Suizid ist im Moment in Schweden, der Schweiz und Deutschland erlaubt. In den meisten anderen Ländern Europas, etwa Großbritannien, Österreich oder Italien, ist der assistierte Suizid verboten. Im katholischen Polen ist jede Art von Sterbehilfe verboten. Wenn jemand, der fit, gesund ist und vielleicht eine schlechte Lebensphase hat, keinen Ausweg derzeit mehr sieht, wenn wir den genauso behandeln wie jemand, der vielleicht in der letzten Lebensphase ist, unheilbar krank ist, meint Schmerzen zu bekommen, dann werden wir, glaube ich, eine Selbstmordindustrie fast kriegen, die das befördert und die sagt, ja, jeder, der gerne aus dem Leben ausscheiden möchte, dem beschaffen wir auch ein Sterbemittel. Das kann, glaube ich, nicht das Ziel sein. Hilfe muss das Erste sein. Und das müssen wir sehr differenziert in einem Gesetz ausgestalten. Das Bundesverfassungsgericht hat uns mal wieder eine hochkomplexe Aufgabe überlassen. Also wenn Sterbehilfe zur damaligen Zeit sehr leicht zur Verfügung gestanden hätte und ich hätte mir einfach eine Pille abholen können, dann hätte ich das auch nicht gemacht, weil ich ja eigentlich nicht sterben wollte. Ich wollte nur, dass das nicht mehr da ist. Es gibt Leute, die haben so schlimme Depressionen und die haben dann vielleicht schon alles an Medikamenten ausprobiert und können einfach kein Leben führen. Und das ist am Ende des Tages dann auch genauso wie bei jemand, der Krebs im Endstadium hat und der noch so am Leben erhalten wird. Die Sterbehilfevereine in Deutschland haben seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020, mit dem die Sterbehilfe in Deutschland wieder erlaubt ist, schon Menschen beim Suizid geholfen. Vor allem aber Menschen mit körperlichen Leiden. Auf der Website des Sterbevereins Deutschland heißt es, der Verein begleitet auch Mitglieder, die psychisch krank sind. Die haben sich jedoch mit therapeutischen Maßnahmen zu befassen. Erst wenn alle therapeutischen Maßnahmen ausgeschöpft sind, kommt eine Suizidassistenz in Betracht. Wir rufen beim Schweizer Verein Dignitas an, der jetzt auch in Deutschland aktiv ist. Dort heißt es, man helfe zwar auch psychisch erkrankten Menschen, es gäbe einige Anträge, jedoch würden diese erst einmal noch aufgeschoben. Andere Fälle seien gerade dringender. Doch die Vereine fürchten sich vor einer neuen Regelung, wie dem Paragraphen 217. Also ich interpretiere das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht so, dass wir in jedem Fall es ermöglichen müssen, dass jemand, der aus dem Leben scheiden will, auch Hilfe dabei bekommt. Ich nehme an, dass diejenigen, die da konservativer eingestellt sind, im Rahmen des Möglichen, was das Bundesverfassungsgericht eröffnet hat, eben möglichst hohe Hürden für Betroffene aufzustellen. Beispielsweise sehr, sehr, sehr lange Fristen zwischen einer Beratung und der tatsächlichen Möglichkeit, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Also ich bin gespannt, ob wir noch in dieser Legislaturperiode eine Regelung bekommen, die all diesen aufgeworfenen Fragen gerecht wird. Klar ist, dass es bei einem Thema wie Sterbehilfe kein richtig und kein falsch gibt. Agree to disagree also. Ob die Bundestagsabgeordneten es schaffen, noch vor der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 eine neue Regelung zur Sterbehilfe zu finden, wissen wir nicht. Aber die Diskussion hat begonnen. Zurückblickend auf die Depression, es macht mich natürlich traurig und es ist natürlich auch krass, dass man oder dass ich sowas erleben musste in meinem Leben oder vielleicht auch durfte. Aber es ist natürlich auch eine Riesenchance. Also ich sehe das eigentlich gar nicht so negativ, sondern ich sehe eigentlich, okay, ich sage immer, ich habe den Karren einmal richtig an die Wand gefahren. So. Ich war ein körperlicher und psychischer Totalschaden. Und dann musste ich halt irgendwie das Ganze restaurieren. Und das ist halt das Ergebnis, ist jetzt halt besser als vorher. Deswegen bin ich sehr dankbar eigentlich dafür. Auch wenn das komisch klingt. Viktoria wünscht sich vor allem eins von der Politik. Viele Menschen, die den Wunsch haben, nicht mehr zu leben, den hätte an anderer Stelle vielleicht geholfen werden können. Und da haben wir ganz viele Lücken im Gesundheitssystem. Was denkt ihr?
Sollte Sterbehilfe auch für psychisch Erkrankte erlaubt sein? Und schaut doch mal bei unseren Kollegen vom Y-Kollektiv vorbei. Die haben eine 29-jährige Niederländerin mit dem Wunsch nach Sterbehilfe begleitet.